Die zweitägige AGA-Konferenz der IG Metall fand in diesem Jahr in Kassel statt. AGA, dieser Begriff bezeichnet in der IG Metall die außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit und hat vornehmlich Rentner und Erwerbslose im Blick. Und die Arbeit der IG Metall in diesem Bereich hat bereits viele Erfolge vorzuweisen. Ja, so konnten wir mit der abschlagsfreien Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren, mit dem Mindestlohn oder der Stärkung der Allgemeinverbindlichkeit schon einige wichtige politische Erfolge feiern. Und eins muss uns allen klar sein, ohne uns als Gewerkschaften und nicht zuletzt auch ohne uns als IG Metall wären diese Themen überhaupt nicht auf die Agenda der Politik gekommen. Und deswegen haben wir nicht nur in der betrieblichen Sphäre vieles Positive durchgesetzt, sondern waren auch in der Lage, in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung zumindest einige von uns und für uns wichtige Themen zu platzieren. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Konferenz, weil wir hier viele Kolleginnen und Kollegen haben, die mit hohem Engagement die AGA-Arbeit der IG Metall vertreten und nach vorne treiben. Und deswegen ist das ein kleiner Höhepunkt im Jahr und deswegen habe ich mich sehr gefreut. Was nehmen Sie denn aus dieser kritischen Diskussion jetzt am Ende mit? Dass es viel Engagement gibt und dass viele Kolleginnen und Kollegen nach Wegen suchen, in der IG Metall und für die IG Metall aktiv zu werden, vielleicht noch etwas mehr, als sie das bisher schon getan haben. Und wenn wir dann gemeinsam Verabredungen treffen können, wie das klappen kann, dann wird es eine ganz erfolgreiche Sache gewesen sein. Das Motto unserer Tagung ist IG Metall Gewerkschaft fürs Leben. Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass auch nach dem Arbeitsleben die IG Metall sozusagen als Organisation sich kümmert um die Interessen der Leute, und es ist noch nicht so weit verbreitet, und deswegen ist es auch so in der Öffentlichkeit, wollen wir das sozusagen zum Ausdruck bringen. Es wurde im Plenum angeregt, diskutiert und in verschiedenen Workshops über die Entwicklungen der kommenden Jahre informiert. Für die IG Metall zeichnen sich bei diesen Veranstaltungen die Themenkreise und Arbeitsgebiete in der außerbetrieblichen Bildungsarbeit der kommenden Jahre immer deutlicher ab. Ich war am Workshop 2. Es ging hier um das Problem Altersarmut. Was sind die Ursachen für Altersarmut? Das wurde nochmal sehr deutlich, dass also durch den Gesetzgeber viele Dinge in den letzten Jahren so verändert worden sind, dass es also zur Altersarmut weiter ansteigen wird. Dessen bin ich mir bewusst. Altersarmut, Rente, Grundsicherung, also da kommen harte Zeiten auf uns zu. Das betrifft halt dann die ältere Generation also immer mehr, ne? Durch diese Abschmelzung der Renten, ne? Wo eben praktisch die Altersarmut immer mehr zunimmt.